Meine lieben Freunde des virtuellen Kampfsports, wie jeden Freitag haben wir für euch wieder die Top 15 der Woche. In diesem Sinne, jetzt gibt's... Direkt losgelegt mit der Nummer 15, ausgewichen und direkt mit der Geraden gekontert und da fällt Conor McGregor direkt um. Zack. Der blieb auch liegen. Bei der Nummer 14 holen wir Saint-Pierre direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Mit diesem eleganten Sprung hat sich Saint-Pierre auf jeden Fall selbst in den Knockout gesprungen. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Guckt euch die Wiederholung an. Einfach ein wunderschöner Knockout. Springen wir direkt rüber zu Nummer 13 und Isaac Schüttelfrost, der sein Gegner hier einfach aus dem Bild tritt, mein lieber Mann. Der lag auf jeden Fall noch ein paar Minuten. Bei uns geht's jetzt weiter mit der Nummer 12 für Frau Holm. Endet die Reise hier mit dem Jumping Switch Kick direkt an den Kopf und Nawusi prügelt nach. Und Frau Holm dreht direkt den Magen um und macht nochmal eine schöne Rolle da mitten auf dem Boden. Hier nochmal die Wiederholung. Ah, sehr schön. Oh. Da sackt Frau Holm direkt zusammen, mein lieber Mann, 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 Mann. Und rüber zur 11. Fatality. Fataler Kopftreffer hier ganz eindeutig mit dem Spinning Sidekick. Ah, da werden direkt die Lichter ausgeknipst, aber nun gut, weiter mit der 10. Kleines Gerängel, alles klar. Und dann ist der Schlag auch schneller ausgeführt und er liegt schneller am Boden, als man nachtreten konnte. Was eine Wucht. Bei unserer Nummer 9 geht Thompson auch sofort träumen nach der Begegnung mit Opa Buffer. Echt ein merkwürdiger Knockout, wie ich finde. So, bei der Nummer 8 sagt Nurmagomedov gute Nacht. Ich nenne ihn auch gern den Neckbreaker, da flying nie direkt in die geduckte Position von Nurmagomedov. Guckt euch an, wie der Kopf nach hinten schlägt. Das ist schon an Brutalität kaum noch zu toppen. Bei der Nummer 7 lernt Nate Diaz fliegen, seht selbst. Falcon Punch! Da packt unser Dayzoner den Flying Elbow aus und katapultiert den guten Nate hier quer durchs Octagon. Echt sehenswert, das ist echt ein Top Knockout. Diesmal sah es für uns bei der Nummer 6 nicht ganz rosig aus, denn Pettis packt hier wieder einen Jumping Switch Kick aus, direkt gegen den Kopf und das hat für uns das Ende bedeutet. Hier nochmal schön in der Wiederholung. Bei Nummer 5 geht's vom Octagon direkt auf den Dancefloor hier mit dem Opa Buffer wieder dabei. So, bei der Nummer 4 macht Bruce Lee ganz klar bis hierhin und nicht weiter mit dem Tritt direkt in den Magen. Mein Gott, muss das wehtun. Ganz klar aufgehalten. Bei der Nummer 3 haben wir ein schönes Superman-Duell zwischen Whittaker und Saint-Pierre. Das Duell geht ganz klar an Saint-Pierre. Er war einfach ein Stück schneller als Whittaker und befördert ihn ins Knockout. Bei der Nummer 2 startet unser Gegner direkt mal mit einer kleinen Provokation, aber da hat er zu früh abgerechnet, denn wir hebeln ihn ganz klar mit einer schönen Kombination links-rechts aus. Und gute Nacht.
Wir sind am Ende angelangt, wir sind beim Finale bei unserem letzten Knockout und der kann sich echt sehen lassen, wie ich finde, mit dem Cartwheel Kick hier direkt am Kopf. Mein lieber Scholli, der hat gesessen. Das waren unsere Top 15 Knockouts der Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt, dann abonniert doch bitte unseren Channel und lasst einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne... Bye.